Es gibt viele Menschen, die denken leise, sprechen kaum aus, was sie da in sich hineinflüstern. Ängstlich und schamhaft vergraben sie ihre Gedanken und hoffen auf bessere Zeiten. Gehört zu werden ist wichtig und keinesfalls ein Privileg der Lautstarken. Manchmal sind es die leisen Töne, die uns aufmerksam werden lassen. Stellen wir also Orte der Entfaltung zur Verfügung, wo man angstfrei und ohne Sorgen seine Texte und Ideen frei äußern kann und die Zuhörer den Klängen von Geschichten lauschen können. Einen Text, den ich im Rahmen einer persönlichen Inventur wiederentdeckt habe und heute hier präsentieren möchte. Es ist ja wieder soweit. Der November naht und die Hoffnung friert, ist noch nicht gestorben. Glaubt daran, dass sich etwas getan hat, das unsere Herzen erwärmt und das Leben erblühen lässt. Schon wieder 89. Heute ist der 2. November 2009 und ich knipse die Kaffeemaschine an. Betätige den Toaster und freue mich auf den Tag. Obwohl es draußen regnet, bin ich ganz und gar fröhlich eingestellt, bis ich die Zeitung hole, um meinen morgendlichen Hunger an Informationen zu stillen. Da lese ich das ganze Jubeljahr hindurch einen Artikel über die Staatssicherheit der DDR. Dieser Artikel vermies mir meinen schönen Tag. Es reicht. Ich kann nicht anders und muss meinen Ärger, der sich im Laufe des Jahres anstaute, Luft machen. Ich frage mich, ob es noch möglich ist, in Deutschland eine Aufklärung zu betreiben, die anderen keinen Schaden zufügt. Ich frage mich, ob wir uns jetzt alle einmal in Hohenschönhausen einsperren lassen müssen, um zu erfahren, wie die DDR gewesen war. Wie krank sind solche Menschen, die so etwas in die Welt tragen, im Glauben daran, es würde gegen das Vergessen erinnern. Ich schmeiße die Zeitung auf den Boden und schalte das Radio an, in der Hoffnung, etwas Ablenkung zu bekommen. Höre die 8.30 Uhr Nachrichten und wieder werde ich bombardiert mit übermäßig übertriebener Freude ans Ereignis 1989. Ich vermisse eine nachdenkliche, stolze und dankbare Freude, ohne sich am freudigen Ereignis zu verrennen oder aus den Latschen zu kippen. Die andere Republik im Osten war nicht nur Staatssicherheit, sondern war auch Heimat, die man als Mensch mitmalte. Gestaltete im Kleinen als auch im Großen. Ich erinnere mich an schöne Zeiten. Als Kinder tobten und spielten wir genauso herum wie die Kinder in der Bundesrepublik. Wir spielten wahlweise Winnetou und O Shatterhand oder Räuber und Gendarm. Ganz so, wie es Kinder machen. Mit Schneebällen bewarfen wir die blecherne Friedenstaube an der Giebelseite unserer Schule, wohl wissend, was wir da taten. Oder luchsten zwei sowjetischen Soldaten die letzten Züge ihrer Zigarette ab, um uns rauchtechnisch auszuprobieren. Wir empfanden uns nicht als Waffe des Systems. Der kleine Unterschied lag darin, dass wir mit einer gewissen Ordnung und Strenge erzogen worden sind, die uns keineswegs schadete. Eine Schuluniformpflicht bestand nur bei Anlässen. Ansonsten trugen wir zivil. Ich brauche nur nach Afrika zu schauen. Dort tragen Kinder mit Stolz ihre Schuluniform und ein Tuch als Kennzeichnung der Dazugehörigkeit schmückt ihre dünnen Hälse. Diese Kinder sind froh, in die Schule gehen zu können. Ein Privileg. Eine Uniform sehen sie nicht als Makel. Auch der morgendliche Pioniergruß, wenn die Lehrer in die Klasse kamen, störte mich nicht. Hatte man doch noch Respekt vor dem Lehrkörper. Wenn ich da an die Zeit nach 1990 denke, wird mir ganz schlecht. Die Lehrer heute sind nicht zu beneiden.
die jeden Tag in eine Schule gehen, mit dem Auftrag, Wissen zu vermitteln und die Jugend aufs Leben vorbereiten, sie letztendlich mit der Tatsache aufwachen, sobald sie die Tür des Klassenraums öffnen, kläglich daran zu scheitern. Manche von ihnen sind Fälle für den Psychologen geworden. Heute blicke ich zurück und kann sagen, dass ich als Wendekind die Chance hatte, beide Schulsysteme kennengelernt zu haben. So kann ich doch vergleichen und, wie ich es als Buchhalter später gelernt habe, Bilanz ziehen. Und das kann man nur, wenn man alle Seiten sowohl aktiver als auch passiver vergleicht. Unter dem Strich bildet sich eine fette rote Zahl. Sie zu schwärzen sollte unser Ziel sein, und das nicht nur in der Bildung, sondern in allen Lebensbereichen, die uns begleiten. Ich wünsche mir, dass wir es anpacken und einmal mehr an unsere Ziele arbeiten, die Welt sozialer und gerechter für jedermann zu gestalten, ohne erworbenes Eigentum sowohl geistig als auch materiell zu beschädigen oder zu vernichten. Den Lohn der Freiheit zu verdienen, die Gesellschaft für die Zukunft zur Zufriedenheit aller aufzubauen, denn sie ist keine Selbstverständlichkeit und das ist keine Utopie. Hast du auch Texte vergraben oder schreibst gerade an verrückten Zeilen? Traust dich aber nicht, sie öffentlich zu zeigen? Der Fernsehfunk Berlin möchte dir die Gelegenheit schenken, dich und deine Texte zu präsentieren. Jede Minute ist kostbar. Und je länger die Zeit fortschreitet, macht sich das Vergessen breit. Trau dich und schreib uns. Am besten per E-Mail. Stell dich kurz vor und gib uns einen kleinen Abriss deines Textes. Vergiss nicht, deine Kontaktdaten zu hinterlassen, sodass wir mit dir kommunizieren können. Mach mit und melde dich per E-Mail unter fernsehfunk-berlin@gmx.de. Wir freuen uns auf dich. Das war der Text, der verschollen war und wiederentdeckt wurde. Ich finde, man kann sowas durchaus präsentieren. Habt also Mut. Und meldet euch.